So die Fachzeitschrift Pharmabarometer, meine Damen und Herren, ermittelt nicht nur die besten Arzneimittelhersteller und die innovativsten Medikamente. Die Redaktion hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, gemeinnützige, ehrenamtliche Arbeit zu würdigen und verleiht daher jedes Jahr den Ehrenpreis. Und dieser Preis wird von vielen Spenden aus der pharmazeutischen Industrie getragen. Bisherige Preisträger waren zum Beispiel die Aktion Knochenmarkspende Bayern, die Felix-Burda-Stiftung, die Deutsche Parkinson-Vereinigung oder die Deutsche Schlaganfallhilfe. Mehr über diesen Preis erfahren wir nun von Dr. Dieter Jung, den ich noch einmal ganz herzlich auf die Bühne bitten darf. Herr Dr. Jung, der Ehrenpreis wird jetzt zum 8. Mal verliehen, richtig? Es ist jetzt das 8. Jahr, das ist richtig. Wir haben, Entschuldigung, zum 7. Im 7. Jahr, es wird, in 2005 haben wir mit dem Ehrenpreis begonnen. Letztendlich auch getragen davon, dass wir nicht nur Innovation auszeichnen, sondern auch unterstützen wollen, mit Hilfe der pharmazeutischen Industrie. So haben wir gestartet. Ich habe eingeladen, die pharmazeutische Industrie, die Unternehmen, wie sie heute ausgezeichnet worden sind, Dienstleister der Industrie, um diesen Ehrenpreis zu unterstützen. Und wir haben uns geöffnet in der Zwischenzeit. Mittlerweile unterstützen auch Ärzte diesen Ehrenpreis. Dazu kommen wir später. Lassen Sie uns kurz eine Zahl nennen. Wie viel Geld wurde in all den Jahren bisher gesammelt und gespendet? In diesen 7 Jahren sind in Summe 240.000 Euro zusammengekommen. Ein stolzer Betrag, der... Vielen Dank. An die unterschiedlichsten Organisationen, Patientenorganisationen gegangen sind, dort wesentliche Unterstützung geleistet hat und dort eingesetzt worden sind. In diesem Jahr geht der Ehrenpreis an den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Warum haben Sie sich in diesem Jahr für diese Vereinigung entschieden? Nun, zunächst mal haben wir uns im letzten Jahr geöffnet. Wir hatten die Jahre davor immer eine Organisation ausgewählt in der Redaktion. Und ich hatte diejenigen, die im letzten Jahr schon auf der Preisverleihung anwesend waren, ja erwähnt, dass wir mehrere Organisationen ausgedeutet hatten, die wir unterstützen wollen. So wie wir neben der pharmazeutischen Industrie auch Ärzte dafür gewinnen konnten, diesen Preis zu unterstützen. Und so haben wir verschiedene Organisationen angeboten. Und eine daraus ist der DBSV, der dann auch heute den Hauptpreis entgegennimmt, neben anderen Spenden, die wir an weitere Organisationen abführen werden. Herr Dr. Jung, dann darf ich jetzt den Stab an Sie weiterreichen. Die Bühne gehört Ihnen. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, es ist dem Pharmabarometer ein besonderes Anliegen, diesen Ehrenpreis. Wir haben heute viele Preise gesehen, Preise für Innovation, Preise für Nachhaltigkeit. Aber es dreht sich nicht nur um Ärzte. Wer im Gesundheitsmarkt tätig ist, weiß, dass eine der ganz wichtigen die Patienten sind. Und Patienten sind organisiert und wir in der Redaktion unterstützen Patientenorganisationen, die sich um das Wohl der Patienten kümmern, die sich einsetzen, dass Leid, Krankheit zu ertragen ist, geringer zu ertragen oder ertragen werden kann. In diesem Jahr ist es der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband und es ist mir eine große Freude, heute Abend Andreas Bethke vom DBSV begrüßen zu können und bitte ihn, hier auf die Bühne zu kommen. Er wird begleitet von seiner Tochter. Es ist sehr schön, Sie heute hier zu haben, Ihnen einen großen Scheck überreichen zu können.
Erzählen Sie von Ihrer Arbeit, Sie sind Geschäftsführer im DBSV. Erzählen Sie, wie Sie Mittel einsetzen, welche Projekte Sie unterstützen. Mikro nehme ich. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Jung. Meine Damen und Herren, das tue ich gern und ich bedanke mich zunächst mal ganz, ganz herzlich bei all denen, die gespendet haben, auf der Seite der Mediziner, auf der Seite der Unternehmen. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband ist der älteste Dachverband im Selbsthilfebereich, den wir in Deutschland haben. Wir werden in diesem Jahr 100 Jahre alt und wir koordinieren, wie ein Dachverband das üblicherweise tut, auf der Bundesebene so die Arbeit, das Auftreten der Landesorganisationen, der Einrichtungen, die zu uns gehören. Wir sind klassische Selbsthilfeorganisationen. Wir vertreten als Selbsthilfeorganisation die Interessen blinder Menschen, sehbehinderter Menschen. Klar, das steckt schon im Namen. Und man kann sagen, seit einigen Jahren auch neu den Bereich der Augenpatienten, wie wir das nennen. Wir tun das ganz ganzheitlich, kann man vielleicht auch sagen. Das bedeutet, das wirkt sich dann aus, indem wir beispielsweise mitarbeiten, wenn es darum geht, Normen für kontrastreiches Bauen zu entwickeln, Empfehlungen für leserliche Schriften zu erarbeiten, im Bereich berufliche Teilhabe dafür zu sorgen, dass Menschen, die einen Sehverlust erlitten haben, ihre Chance im Beruf auch kriegen. Wir bilden beispielsweise aus in Gesundheitsberufen. Das geht, kennen Sie vielleicht ein bisschen vom Masseur über den Physiotherapiebereich heute, ein bisschen zu akademischen Abschlüssen in diesem Bereich oder ganz neu auch medizinische Tastuntersucherinnen im Bereich der Frauenärzte. Ist das ein spannender neuer Berufszweig, der sich für Personengruppen, für Frauen in diesem Bereich, die sehbehindert sind, gerade anbietet. Und wir sind natürlich auch unterwegs in so Bereichen, das Zwei-Sinne-Prinzip durchzusetzen, überall, wo das möglich ist. Ich sag mal, das fängt bei Ihrem Smartphone an und hört vielleicht bei der Verkehrsampel auf, akustisches und optisches parallel als Information zu haben, sodass Umwelt möglichst barrierefrei gestaltet ist. Na und als neuer, wichtiger Bereich ist eigentlich der Bereich der medizinischen Versorgung, die Verbesserung der Situation dort dazugetreten. Da schlagen wir uns seit langem mit Dingen herum, dass bei Sehverlust es immer noch keinen Anspruch auf Rehabilitation gibt. Da haben wir neu damit zu tun, dass die Therapieschemata im ophthalmologischen Bereich, die heute noch so üblich sind, nicht dem entsprechen, was wir uns vorstellen, was optimal ist. Ach, dass wir mit Bonusverträgen zu tun haben, dass wir all das, womit Patientenorganisationen so klassischerweise heute zu tun haben, auch zu unserem Aufgabenfeld gehören lassen. Und natürlich wollen wir den Preis und das Geld, was wir heute bekommen, in Aktivitäten stecken, die dem Menschen zugutekommen. Wir haben deshalb, Sie können sich denken, wenn es uns 100 Jahre gibt, haben wir natürlich schon ganz viele Angebote im regionalen Bereich, aber eben weniger für Menschen, die als Augenpatienten zu uns kommen. Es ist ja ganz spannend, den Bereich Ophthalmologie, habe ich heute gelernt, gibt es jetzt so seit 7, 8 Jahren hier, ähnlich wie den Ehrenpreis. Und darin drückt sich aus, dass das Thema Sehen im Alter eigentlich eine neue Qualität erfahren hat. Man hat immer früher so gedacht, na, wer schlecht sieht, der sieht im Alter halt schlecht, da kann man nicht viel machen. Wir wissen heute, dass es viele Therapieansätze gibt und dass die Menschen viel älter werden, also dass es auch mehr Sehprobleme im Alter gibt. Und deshalb haben wir viel mit Patienten zu tun, die sich gar nicht als behindert begreifen, sondern die Vernetzung brauchen, die Erklärung, Erläuterung von Menschen, die gleich betroffen sind, brauchen, die Vernetzung zu Hilfsangeboten, zu Menschen, die vielleicht rechtlich weiterhelfen, zu Leuten, die Mobilitätstraining wieder vermitteln können, brauchen. Und wir haben begonnen vor 3 Jahren ein Modellprojekt aufzusetzen, in dem wir diesen patientenorientierten Ansatz in unsere Beratungsstellen tragen. Wir bilden die Leute im medizinischen Bereich aus. Wir stellen ihnen Materialien zur Verfügung. Wir sagen, geht raus aus euren Vereinen, geht in die Stadtteilzentren, geht in die Kliniken. Erste Mobile, die Menschen vor Ort auch aufsuchen, gibt es. Und das alles wird geleistet von Menschen, die selbst betroffen sind. Unabhängig, ganzheitlich, medizinisch das begleitend, nicht sozusagen das ersetzend, was medizinisch ärztlich passiert, sondern begleitend und ins Soziale hinein vernetzend. Und um das
flächendeckend ausdehnen zu können über die ersten 4 Bundesländer, in denen wir das jetzt begonnen haben, möchten wir das Geld einsetzen, was Sie uns heute spenden und was vielleicht das eine oder andere Unternehmen noch dazu tut. Und deshalb ganz, ganz herzlichen Dank für den Ehrenpreis, Herr Dr. Jung. Und ich finde es ganz toll, dass es diesen Preis jetzt seit 7, 8 Jahren gibt und dass wir heute ihn bekommen dürfen. Herr Bethke, es ist mir eine Freude, einen Scheck, einen symbolischen Scheck überreichen zu können, den wir dann in einen Überweisungsträger dann umwandeln. Insgesamt sind 12.500 Euro gespendet worden. Ich wünsche mir, dass dieses Geld eingesetzt wird, weiter eingesetzt wird für Integration von Menschen mit Behinderung und dass dieses Geld verwendet wird für das Wohl der Behinderten, der Sehbehinderten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit. Ganz, ganz vielen Dank. Ich muss jetzt ziehen am Scheck, oder? Darf ich das schon bekommen? Wir starten die Überweisung. Es haben pharmazeutische Unternehmen gespendet und es haben Ärzte gespendet. Es ist ja Geld, was Ihnen helfen soll bei der Arbeit. Vielen Dank. Danke.